So, jetzt muss es funktionieren. Ha, 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 ha. Musik hast gehört. Ja, ich habe keine Ahnung. Manchmal macht mein Mikro das tatsächlich. Das ist einfach, obwohl es noch eingesteckt ist, einfach nicht mehr da ist. Aber hast völlig recht. Jetzt, wo ich mich nicht nochmal 10-mal wiederhole. Ja, heute war es echt brutal warm. So. So, gut, dass ich das Intro für YouTube noch nicht gemacht habe. So, um nochmal kurz zusammenzufassen, was ich jetzt eben in meinem Monolog erzählt habe. Ich habe im Grunde genommen, obwohl wir gestern erst gespielt haben, keine Ahnung mehr, was wir überhaupt gestern gemacht haben, außer dass wir Neu-Jericho getroffen haben. Und ich im Grunde genommen so bescheuert war und da oben zu der Mission nicht hingeflogen bin, weil wir haben ja gestern gelernt, dass dieser Radius nicht irgendwie, was ich zuerst gedacht habe, der Treibstoff ist von unserem Manticore, unserem Flugzeug, sondern dass es einfach nur ein Aktionsradius ist. Der tankt dann, was weiß ich, die nehmen dann Treibstoff mit in Kanistern hinten im Frachtraum und jedes Mal, wenn das Flugzeug landet, dann müssen die rausgehen und es neu betanken. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Nee, ich habe keinen Glühwein getrunken. Bin generell nicht so der Glühweintrinker. Greife dann zum Kinderpunsch. So, das hier wird auf jeden Fall heute, denke ich mal, unser Hauptaugenmerk erstmal, die Erkundungsstätte da oben. Da können wir ja von unserem Jump Point hier direkt hinspringen, so wie das Spiel mir das hier anscheinend gerade sagt. Und ich glaube auch, jetzt wo ich ein paar Nachrichten hier und da auch bekommen habe, von Leuten, die das Spiel schon besser kennen als ich, dass wir diesen Scan, den wir am Anfang gemacht haben, dass das alle möglichen Punkte hier in diesem Umkreis revealed hat, aber dass das im Grunde genommen auch Auswirkungen hat auf den Umkreis, den unser Manticore quasi von Punkt zu Punkt springen kann, weil wenn wir jetzt eine Mission haben, hier, was weiß ich, Europa irgendwo, dann können wir natürlich von Nordamerika da nicht hinspringen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal hier oben was noch freiscannen, dass wir dann so Sprungpunkte haben. Was weiß ich, von da, nach hier, vielleicht nach Island rüber, UK oder so. Was es ja im Spiel nicht mehr gibt, aber hey. Und vielleicht auch in Realität bald nicht mehr. Aber anderes Thema. So, wie gesagt, wir wollen heute da oben erstmal hin. Und dafür hätte ich ganz gerne unser ganzes Team da. Da haben wir 11 Stunden, 17 Stunden, das ist gar nicht so viel in der Zwischenzeit. Gucken wir nochmal. Weil wir haben immer noch, wenn ich mich richtig erinnere, von gestern immer noch keinen Punkt von Neu-Jericho gefunden. Wir haben nur die Jünger von Anu und Synedrion. Ansonsten haben wir da noch nichts. Ich fliege mal hier oben hin mit den Leuten, die wir jetzt drin haben. Gucken, ob wir vielleicht. Die Mindfragger-Autopsie. Zusammenfassung, um den Satz zu Ende zu bekommen, um vielleicht mal eine Kolonie von Neu-Jericho zu finden. Ah, unser Nahrungsmittelding ist jetzt auch online. So, Zusammenfassung. Bei Mindfraggern handelt es sich um eine Biowaffe, die entwickelt wurde, um menschliche Testobjekte zu kontrollieren und möglicherweise zu entführen. Der Kopf der Kreatur löst sich bei einem Angriff vom Körper und verbindet sich dauerhaft mit seinem Wirt. Zum Glück lässt sich die Kreatur in diesem Zustand töten und ihr Opfer wird wieder in den Normalzustand zurückversetzt. Genetischer Ursprung 22% Anthropoid, 3% Mensch, 75% unbekannt. Funktion, Gedankenkontrolle. Fortpflanzung, Eier. Es ist quasi so ein Facehugger, ne? Oder so ein Skullcrab. Nur, dass sie keine Eier in dich legen, sondern dass sie dich einfach direkt kontrollieren. Das ist lustig. Also nicht wirklich, aber gut. Warte, wenn wir hier oben ein Gebietsscan machen, da bekommen wir relativ viel von Kanada eigentlich drauf, ne? 5 Tech, 30 Materialien, die machen wir mal, ne? So, einmal Gebietsscan und in der Zwischenzeit erforschen wir das hier. Der Gebietsscan dauert ja auch immer so ein bisschen. Hier sehen wir es gerade, wie er sich ausbreitet. Das ist wieder nur eine Zuflucht. Dafür, dass die Menschheit so sich in diese Sachen hier flüchtet, diese Zuflüchte flüchtet, sind das doch ziemlich viele eigentlich. Ja, gut.
So, dann erkunden wir noch mal ein bisschen und dann könnten wir eigentlich auch schon zurückfliegen. Ah. Beutezug, Gefahrstufe niedrig. Das machen wir noch mal. Dann fliegen wir zurück, holen unsere. Wenn unsere Leute jetzt nicht auch noch verwundet werden hier. Wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Ja, okay, komm, machen wir. Wen haben wir denn dabei? Unseren Scharfschützen, Telekinese, Luca und Lutz. Das heißt, wir haben Heavy, Scharfschütze und dann noch zwei Allrounder quasi. Sollten wir irgendwie hinbekommen. Hoffe ich mal. So. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt ohne große Verluste einzufahren, weil danach wollte ich, wie gesagt, unsere Leute von der Basis, von Phoenix Point, zurückholen und dann oben da in diese, was war das nochmal? So ein Bunkeranlage oder so ein Hideout von diesem Symes, ne? Heißt er. Wissenschaftler. Ding. So. Der Ladebildschirm der Hölle. Zusätzliche Magazine. Gut. Ich gebe denen immer so ein Magazin mit. Wo es hier gerade so. Ich versuche mir hier Dinge immer durchzulesen, aber meine Güte, ich halte mich nicht wirklich dran. Aber es ist in den meisten Spielen so. Also. Gut, die meisten Spiele, die haben auch so Infotipps, wo dann steht: Bewege wir, stehe um die Kamera. Ja, okay, alles klar. Gut. Ich bin da immer gewillt, mir die durchzulesen, für den Fall, dass dann auch mal etwas nützlichere Tipps drin stehen, als: Oh, du kannst rechtsklicken, um Leute anzugreifen. Was? So. Gut. Was haben wir hier für eine Map? Ah, wir müssen wieder Container. Also bis jetzt ist das auch irgendwie der einzige Missionstyp, den wir haben. Ist sie hier? Okay. Wir haben hier ein paar Materialien, hier ein bisschen Tech, ansonsten ist es nur Nahrung. Oh, hast so schnell gegessen, wie du konntest. Ah, genieß das Essen. Genieß das Essen. Solange es noch geht. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Hoffe dir auch. Hoffe, es gab leckeres Essen. Um das mal so auszudrücken. Wir wollen auf jeden Fall vielleicht einen Tech-Container und diesen Materialien-Container beschützen. Wenn es geht. Bewege meinen Scharfschützen. Hallo? Den Schuss kriegst du nicht, ne? Wenn du stehst jetzt ziemlich da. Der Schuss ist sogar recht gut. Kannst mittlerweile wieder zur Schule gehen. Jetzt aber auch die letzten. Oh, hallo. Die letzten. Wie heißt es? Wort. Deutsch. How to Deutsch. Die letzten Atemzüge, bis es dann in die Ferien geht. Aber du warst jetzt ja nicht mehr im Krankenhaus, ne? Oder warst du bis jetzt noch im Krankenhaus? Also ich hoffe nicht, dass sie dich direkt aus dem Krankenhaus entlassen und dann, ah, geh wieder in Schule. So, relativ wurscht, wo wir drauf schießen. Hauptsache, wir treffen. Mist. Da war so eine geringe Chance, dass wir verfehlen. Und dann verfehlen wir natürlich. Aber so ist das manchmal. So ist das im Leben. Nicht wahr? Ich hoffe nur, Filger, wo kommt es jetzt nicht ab? Der Schuss ist nicht wirklich gut. Nicht ein Treffer. Wow. Sieht so aus, als ob unsere Leute hier erstmal wieder reinkommen müssen, so how to shoot und so.
Du kannst sie nicht sehen, ne? Und du kannst wahrscheinlich auch nicht so weit... du kannst so weit werfen, okay. Haben wir dir richtig viel Stärke gegeben, dass du so weit werfen kannst? Komm, machen wir mal. Fängt tatsächlich gut an. Bumm. Minus 12 Willenspunkte. Chamäleon-Effekt, bla. Das heißt, er ist jetzt unsichtbar, kann uns zumindest nicht mehr angreifen. 2 bis 3, 3 Wochen, rechts die Zeit zu Hause. Nach 5 Wochen, wow. Wieder mal alles töten, das stimmt. Das ist in der Tat so. Ja, mal gucken, wo er dann wieder auftaucht da drüben. Ich finde es halt nur doof, dass Figa jetzt so mitten im Nirgendwo steht. Ah, da haben wir noch jemanden. Wir haben auf jeden Fall 2 Punkte. Das heißt, wir haben 3 Gegner auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, ob wir hier drüben auch noch Dudes haben. Oder Dudettes. Also, man muss ja immer... Wir wollen ja niemanden ausschließen. Na, ich weiß nicht, ob das was wird. Können wir ein bisschen weiter vorrücken, ohne dass wir... Nee. Okay. Vielleicht sollte ich Luca hier dir nochmal eine Waffe geben, die jetzt nicht unbedingt nur die Kanone ist. Ich habe in der Zwischenzeit auch gelernt, ich meine, wir versuchen es mal, ich habe in der Zwischenzeit, tolle Kamera, danke. Ich habe in der Zwischenzeit auch gelernt, dass man den Leuten nicht wie bei XCOM üblich auch noch zusätzliche Waffen geben kann. Also, dass die nicht so fest eingeschränkt sind auf eine Waffe und das war's, sondern dass man da sich auch noch ein bisschen variieren kann. Hier siehst du ihn nicht. Ja, ein bisschen doof mit der... Du... Und Duden. Dudenden. What's our plan? I'm ready. Wir können... Da schaffst du es nicht hin, aber du schaffst es dahin, okay. Wenn wir... Du hast jetzt keinen neuen Fight Attack, ne? Das hat gerade so geruckelt. Ich dachte, war das jetzt ein neuer Fight? Seriously? Weißt du, da steht da eben noch, dass er... Dass er da einen Schuss drauf hat? Was ist... Was... Was steht denn da im Weg? Die Tonne hier, ne? Ach, verdammt. Da steht die Tonne im Weg. Stein im Weg. Was? Wie jetzt fein Gesicht. Ah, da drüben ist doch noch ein Fein. Wieso hast du ihn jetzt nicht aufgedeckt? So eine Lutze hier ganz weit hinten. Gut, das ist jetzt nicht so geil, aber wenn wir ihn da vorne schon rausnehmen, das wäre schon gut. Obwohl, warte, 50, du hast 50 Bluten. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ach so. Ja, dann macht es jetzt auch nicht unbedingt so viel Sinn, da noch drauf zu schießen, weil wenn er sowieso gleich stirbt. Dann wäre das ja auch dies. Nicht wahr? Warte. Da sieht er nichts, weil... Zeug im Weg. Und hier? Das ist immer so schwer zu erklären mit diesem, was jetzt hellrot ist und was ist dunkelrot. Wir machen mal so. So, und bei dir, dich rücken wir, dich lassen wir vorrücken. Und zwar hier nebenhin.
Kannst du das erstmal aufmachen? Sieht überall nicht viel. Großartig. So ein Cypher HG something something und... Warte. Okay. Nehmen wir alles mit. So, du hast jetzt vielleicht noch einen Schuss. Da drüben drauf mit der Pistole, aber auch nicht wirklich viel. Heute schießen alle daneben. Heute haben sie alle nicht so Zielwasser getrunken. Na gut. Wenn wir dich hierhin bewegen, dann solltest du da nichts mehr sehen können. Okay, alles klar. Warte. Wieso hast... Ah, du hast noch... Ah, ja. Kannst von da aus aber nicht wirklich was sehen, okay. Kannst von hier aus was sehen, aber... Der ist zu... Der hat zu viel Leben. Die einzige freie Lücke, genau. Hm. Ah, du könntest dich hierhin bewegen und... Vielleicht siehst du ihn ja, wenn er sich darüber bewegt. Okay. Das war der Zug. Er stirbt einfach. Haha. Haha. Oh, das war die Tonne. Ah, rote Tonnen. Explodieren. Glühwein. Das wird sein. Das wird's sein. Da explodiert wieder was. Ich hoffe, das war jetzt nicht der... Nein, da ist so ein Mindfragger. Filgar, meinst du? Ah, du schaffst es. Ah, du siehst ihn gar nicht. Ah, du siehst ihn, aber auch nicht wirklich gut. Okay. Ich will jetzt nicht, dass der Mindfragger da mein Mindfragget. Fragget. Das wäre so uncool. Wir sehen ihn halt so gar nicht gerade irgendwie. Channel open. Mhm. Ja, die Positionen sind alle ein bisschen Mist, um ehrlich zu sein. Ja, du siehst jetzt den Mindfuck, aber der ist wahrscheinlich zu weit weg, ne? Darkening. Dass du da präzise drauf schießen kannst. Ja. Okay. Was mit ihm hier? Oh, der Schuss ist auch nicht wirklich viel besser. Ja, dann... Was versuchen hier, oder? Nee, komm, wir nehmen... Hier haben wir bessere Schüsse. Auch wenn die auch nicht wirklich so geil sind. 20 Schuss. Rark. Okay. Du hast auch sonst nichts mehr an Equipment. Ah, du schaffst es nicht, das so weit zu werfen. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen dir wirklich mal... auch Waffen geben, die man auch mehr oder weniger im Nahkampf benutzen kann. Also was heißt Fernkampf? So, nicht Nahkampf. Ja, die Kanalpunkte, das sind so Punkte dafür, die bekommst du durch Gucken. Und die kannst du dann für die Sachen ausgeben, die da angepriesen werden. So. Dafür kann man sich so ein Emote freischalten oder... Nachrichten hervorheben, sowas. Yay. Das ist gut. Er hat jetzt Blutungsschaden von 10, aber er hat mehr Lebenspunkte als 10. Here. Mit ihm hier hinten bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube, wir machen das erstmal so und
Ja, du siehst ihn, aber das ist zu weit entfernt. Machen es so, falls er da hinten rauskommt. Vielleicht. Dafür sind die Punkte. Genau. Jetzt hast du dieses schöne brennende Papierschiff. Ja, komm, wir sichern uns halbwegs gegen den Mindfragger ab, so ein bisschen zumindest mit der Pistole. Und du kannst jetzt hier machen. Und du kannst auch jetzt hier machen. So. Haha, Pistolenschuss und immerhin getroffen.